2 Kilo Bison-Burger, ne? Bison. Schau. Oh. Also, schau dir das an. Schön, oder? Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zum weiteren Video und herzlich willkommen aus Niederösterreich von einer Bison-Farm. Hinter uns seht ihr nordamerikanische Prärie-Bisons, über die wir heute so einiges lernen werden. Und Jürgen ist mit am Start. Und wir werden heute auch einiges kochen und auch einiges essen. Und ja, was wird's geben, Jürgen? So, heute werden wir es ein bisschen durchkosten. Wir machen heute, wie gewünscht, deinen Bison-Burger. Das ist ein richtig XL-Bison-Burger. Werden sie dann ein bisschen auf ein Hüferschwanzerl, werden wir dann rosa braten. Was ist ein Hüferschwanzerl? Also? Du, das ist ein Tri-Tip-Steak. Mhm. Das werden wir ganz fein runterschneiden. Mhm. Das machen wir mit einem Chili-Cheese-Gratin. Und zum Schluss machen wir irgendwas Süßes. Noch ein kleines Überraschungsdessert, würde ich sagen, oder? Genau. Und das ganz Spezielle ist, wir werden alles über Holz kochen, so wie früher. Also wir werden einen Holzofen wie damals und dann werden wir alles kochen, grillen, braten und das werden wir heute machen. Und wir befinden uns auf der Bisonzucht Kogelhof, hier inmitten von Wäldern, Bergen und Nebel. Und wir lernen jetzt gleich Gerhard kennen, der hier steht. Gerhard, wie geht's dir? Hallo, perfekt geht's mir. Spitze. Und Gerhard wird uns heute einiges über Bisons erzählen, richtig? Ja, das machen wir perfekt. Ja, kochen, essen und wir schauen uns die Tiere an, oder? Ja, die schauen wir uns sicher an. Gehen wir mal rein, würde ich sagen. Ah, schau, wer da kommt. Wer bist du, Gerhard Junior? Servus. Stell dich Hallo. Mal vor. Ich bin der Gerhard Junior, Junior Bisonbauer. Und ja, wir schauen uns heute die Bison an. Let's go. Da ist auch ein Bison. Einen wunderschönen guten dann. Morgen. So. Was ist das Hieferschwanzerl? Das ist hinten beim Popschi, ne? Das ist rechts das Hieferschwanzerl. Genau. Oder? Und da haben wir unser Flat Iron Steak. Mhm. Oder Schulterscherzel. Dazu. Ich tue es servieren, weil andere da mal kochen. Mhm. Wir haben da jetzt zum Beispiel das Hieferschwanzerl. Ja? Vom Bison. Der Bison hat den Riesenvorteil, dass er ganz, ganz wenig Fett außen hat am Fleisch, beziehungsweise im Fleisch einlagert. Mhm. Das heißt, der Bison ist das cholesterinärmste Fleisch, das es gibt. Da schaut mal, ich zeige euch noch was Geiles. Jürgen hat hier selbstgemachten Coleslaw mitgebracht. Mit Rotkraut, das ist Fusion, ne? Ja, das ist richtig, mit Rotkraut, richtig cool, mit Preiselbeeren. Boah, das ist die Austrian Coleslaw. Special Edition. Und ja, jetzt fangen wir hier mal an, in der kleinen Stube ein bisschen was zu kochen. Hier steht schon so ein Oldschool-Ofen, der gleichzeitig zum Wärmen da ist und zum Kochen, oder? Der steht und so in der Stube drin eigentlich, oder? Du kannst ja kochen alles, ne? Ja, krass. Das hat man bochen früher, ne? Das war wirklich da, ein Popcorn mit Holz. Da macht man den besten Schweinsbraten von der Welt. Also ein Bison-Suppe wird das, ne? Man sieht schon, es wird schon suppenähnlich, ne? Bison-Burger. Steak, Sellerie. Ich finde, der Semmel sieht auch aus wie ein Bison. Das ist kein Semmel. Oder Brot. Jürgen, für mich sieht es aus wie ein Bison-Semmel. Das sieht so. Ja, die große Bison-Semmel ist das. Ja. Also Lukas, das ist bei uns in Österreich ein Brot. Jürgen, das ist ein Bison-Semmel. Ein Bison-Semmel. Schau okay. Das Ding noch an. Ja, da machen wir einen Burger draus. Ja, da warst du der richtige Burger rein, gell? Okay. Für große Männer. Du, vielleicht machen wir einen mega, so einen richtig großen Bison-Burger in Bison-Brötchen. Ja, das ist das erste, woran ich gedacht habe, als ich das Ding gesehen habe. Ja, wir sind Kreativheit. So, und es geht los. Wir braten jetzt die zwei Flat Iron Steaks und das große Tri-Tip Steak in der Pfanne auf dem Holzofen an. Und das Fleisch kommt in die Pfanne. So, das werden wir gleich. Ja, kochen ist nicht leicht mit so einem Holzofen. Du kannst die Temperatur nicht einfach hoch und runter drehen. So. Ganz schön rüberschneiden dann. So, schau. Im offenen Feuer ist das ganz was anderes. So. Das große Stück, da muss man auch anbraten, weil das yes. Ist voll heiß nämlich, gell? Kochen wie damals. Kochen wie damals. So, Feuer, Holz, Fleisch, Suppe. Das macht schon Farbe an.
Ja, Bisonsteaks im Allgemeinen sind nicht leicht zu kochen, nicht leicht zu anbraten, nicht leicht zum Grillen. Der Jürgen muss immer mit Öl nacharbeiten, es ist extrem wenig Eigenfett, die brennen schnell rein und die können auch nicht lange in der Pfanne bleiben. Also es ist wirklich auch wieder eine Kunst für sich, das Ding auf den Punkt zu bringen. So, hier seht ihr jetzt die zwei Flat Iron Steaks und das Tri-Tip ist das, oder? Genau, aber im Ganzen, ne? So, und das kommt jetzt zusammen mit Lauch noch in den Ofen. Das lassen wir jetzt da ganz langsam ziehen, gell? Bei wie viel Grad, Jürgen? Was hast du eingestellt? Wir dann aber auf 120 Grad, wenn wir essen, so ungefähr in einer halben Stunde. Aber du versuchst sie ja auch jetzt auf eine Kerntemperatur zu bringen, oder? Ist das... Ist der nicht mehr da? Du bist ja bei uns da. Ah, so, gut, dass ich es gesagt habe. Ja. Kalt wie immer, ne? Also, ich würde dann auf 55 Grad machen, ne? Und da sitzt die mit denen, das ist perfekt. Ah, perfekt, oder? Also, das so, ist und im Backrohr wartet auch noch eine kleine Überraschung auf uns. Was ist es, Jürgen? Ein Chili Cheese Erdäpfelgratin. Also da werden wir dann unser Hieferschwanzel oder Tri-Tip-Steak dazu servieren. Heute haben wir einen Special Mix. Von unserem gekochten, einen Gratin haben wir. Und es geht weiter, das war's noch nicht, es kommen Bratkartoffeln rein. Das ist dann wirklich super da oben. Das ist schon was Feines, so eine Gusseisenpfanne. Ja. Das da geht was. Also das ist ganz was anderes. Messer schneiden gut. Ich habe auch ein bisschen geübt zu Hause. Nächstes Mal, wenn wir kochen, dann... Schau, schau, es wird, schau. Also angefangen hast du mit Basis 0,1. Angefangen habe ich mit Basis Kartoffeln liegen auf der ganzen Herdplatte. Und jetzt ist schon... Schau, es geht. Wir nehmen mal wieder einen Turbobrenner. Ja? Münzberg. Ja? Schauen wir mal nach den Steaks. Ich sag dir was. Wie Sandy. Also einfach Bisonsteaks. Das schaut nicht schlecht aus, Herr Kollege. Schaut gut aus. Also, die ersten Steaks sind fertig. Das Croutin ist fertig. Die Erdäpfel sind fertig. Und jetzt geht's weiter mit Burgern, Leute. Dann gehen wir mal rein in die Metzgerstube. Hacke Peter machen wir jetzt. Faschiertes, wie man in Österreich sagt. Das ist schon gerne, gell? Mhm. Das ist Bison. Schwupps, fertig sind wir. Das reicht für ein paar Burger. So, bitteschön, Herr Direktor. Schon, na, super, dann kriegen wir schon ein paar Burger zusammen. Ne? So, jetzt haben wir da unser Bison faschiertes. Das muss man kneten, oder? Das Salz. Das wird jetzt das absolute Highlight, der Bison Burger. Das wird ein Ding werden. Wir werden sie denn dann alles schön aufteilen. Betty Form. So, ne? Und das machen wir einen richtigen Mega-Burger in unserer Pfanne wie bei der Oma, ne? Geht's los? Yes. Rein mit dem Ding. Die große Frage ist, wie darf man den umdrehen noch, ne? Das darf man dann noch im Ofen durchziehen lassen, ja? Der Bison-Burger für den Lucky. Immer ein bisschen größer, ne? Ich hatte ja die Idee, ich hab mir den gewünscht, einen riesigen Bison-Burger. Und wir schneiden das Fleisch an, Leute. Geht los? Yes. Also ich finde das so wirklich super toll. He? Schau dir die Farbe an. Ne? Es sieht so ähnlich aus wie Hirsch, so richtiges Wildfleisch. So, dann werden wir das an der Krustenlucke. Yes, yes. Bison. Ja, wie sind wir? Das kann ich auch schaffen. Gut. Das ist krass. Das hat ein bisschen Eigengeschmack, gell? Also man, es erinnert an Rind von der Essenz, aber es ist was Eigenes. Krass. Es gibt keine Abfall, ne? Nein, das ist wirklich gut. Und ich sehe schon, da sind Zwiebeln dazugekommen, oder? Ich habe jetzt eine Zwiebel reingegeben. Du siehst, es geht alles ein bisschen schneller bei uns da, ne? Ja, an der Stelle müssen wir natürlich auch ein Lob an den Jürgen raussprechen, an den Koch. Der kocht hier mit 8 Händen in allen Ecken des Raumes. Yeah. Wir schaffen es. Nicht schlecht, hätte ich mir gedacht. Nein, das wird ein mega Burger, aber es braucht ein bisschen Zeit, ne? Jetzt ist er nämlich richtig, weißt du? So. Schau, jetzt.
So, jetzt nehmen wir das raus. Und dann wir dann einen Ofen rein. Das dauert jetzt sicher gute 20 Minuten, bis das so halbwegs rosa ist. Also das wird dann unser so ungefähr Dessert werden. Ne? Das wird das Grande für mich. Ja. So, schon jetzt haben wir unser Fleisch da. Ne? Die Sehne ist da noch drin, wie wir gesagt haben, das Galettartige. Ja. Ich will es nicht ausschütten, Entschuldigung. Nein, ich habe genug. Ja, der Jürgen ist unser Mann einfach. Das Gemüse wird aufgeteilt auf die kleinen Suppenschalen, das Fleisch wird aufgeteilt, da kommt die Brühe drüber. Das ist keine Knorrsuppe. Das ist keine Knorrsuppe, nicht? Und das alles? So. Ja, Jürgen, dann probieren wir das mal. Die Brühe sieht kräftig aus. Die probieren wir mal zuerst. Ja, würzig. Nicht zu kräftig, noch relativ leicht. Ein Stück Fleisch dabei, mit der Sehne, die man sehen kann. Noch ein bisschen Brühe, Karotte. Die wärmt einen auf. Das ist einfach, wenn es draußen so einen Nebel hat und man hier drin sitzt, dann braucht man so eine Suppe. Mit den Ofen. Ja, genau. Schau dir das an. Boah. So, und Gang Nummer 4 kommt. Jürgen. Das ist halt auf den Punkt getroffen einfach. Das ist von hinten. Die Kartoffeln müssen auch noch drin sein, gell? Ja, die tun wir auch dazu. Das letzte dann ist unser Big Burger. Stehen wir gleich mitten am Tisch. Ja, da haben wir gleich Gebäude. So, greift zu, bitteschön. Dann haben wir einmal den frischen Kartoffel. Bratkartoffeln, Freunde. Mit bisschen Zwiebeln. Wer mag? So, dann haben wir einen Jürgen Chili Cheese. Ah, schaut mal. Naja, wenn es Chili heißt, dann wird es schon ein bisschen Power haben, oder? Jürgen. Das wird gut sein, ne? Mit der schönen Soße hier. Jürgen, Kartoffeln auch? Ja, ja. Kein Problem. Das ist jetzt das Tri-Tipp. Genau. Oder Pastorenstück so. Ja. Pastorenstück. Das Pastorenstück. Leicht rosa. Sieht saftig aus auf jeden Fall. Es hat einfach einen speziellen Geschmack. Man kann es gar nicht beschreiben so, oder? Es ist halt drin, es ist halt wild, es ist mittendrin was, ne? Genau, es ist sowas zwischen Wild und Rind eigentlich. Also das Chili Cheese Zeug ist cool, ne? Wow. Ja, das probieren wir jetzt auch mal. Bis die scharf ist, ne? Okay. Ja, man sieht schon die kleinen Chili-Stückchen, Jürgen. Ja, 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 es ist es da. Das ist wild. Aber das passt perfekt zum Fleisch zusammen, oder? Jürgen, das ist das Mörder des Kartoffelgratin. Ja. Wahnsinn. Du bist verliebt. Wie hast du es gemacht? Wie hast du das Geheimnis gemacht? Dann, ne? Bitte, ja. Verrat es den Leuten. Das müssen wir in der Küche machen. Ja, wir machen das. Mach mal ein Rezept. Das müssen wir in der Küche machen. Rezept folgt. Ja. Abonniert. Dann machen Freunde, wir ein Rezept. Dann verpasst ihr das nicht. Und dann in Kombination hier mit dem letzten Stück. Der Schulterhammer. Bison Steak. Harmoniert. Ich glaube, voriges Jahr haben wir den gehabt. Ohne Witz. Ja, aber haben wir gut zusammengebaut, ne? Ganz stark. Jetzt ist ja, Finale, Freunde. Ich habe gerade mein letztes Stück Fleisch runtergeschluckt und dann. So, das ist der Burger, wie gewünscht vom Luki, ne? Er schaut gut aus. Ich glaube, der ist locker über 500 Gramm. Also die größte Schätzung ist 1,5 Kilo. Also, ich sage 800 Gramm. So, okay, ist bereit? Das ist auf jeden Fall ein krasser Burger. Der nächste Schritt ist das Brötchen in Butter anzubraten. Also das ist ein halber Kilo Brot, ne? Also das kann man nicht mehr Bun nennen, würde ich sagen. Das ist der
ein Bauernbrötchen, sagen wir halt einmal. Ne? So, jetzt nehmen wir Butter, wie immer. Ne? Auch ein halber Kilo pro Seite. Dann tun wir unseren roten Coleslaw rein. Unser Speck-Whisky Marmelade ist das. Und ein bisschen Sellerie da rein, dass das Yoshi super saftig ist. Also wie du sagst, machen wir keine halben Sachen, das muss einfach knusprig sein. Ja, das muss einfach nach. Da muss Geschmack drin sein. Ja, das Bison ist eigentlich dem Wild ein bisschen ähnlich vom Geschmack her. Der Geruch von warmer Butter. Hm. Da siehst du schon. Dann machen wir das so, dass das ja schon heiß ist. Hm. So. Also Schritt 1, die Grundierung. Speckmarmelade mit Whisky. Und jetzt. Okay, und das Fleisch kommt drauf und jetzt kommt der Coleslaw. So, das ist ja das optimale Wintergericht. Was für eine geniale Idee, einfach Coleslaw mit Blaukraut. Was für ein Ding, Alter. So, geht's los? Mhm. Also wie von dir gewünscht, Luke, den Bison Burger, ne? Also, klassisch, oder? Hammer. Ganz klassisch, ne? So, jetzt werden wir den gleich einmal verspeisen. Okay, dann wiegen wir das Ding mal. Was ist da? Schau. Zack. Fleisch. Und. Ja, das ist okay. Du weißt, du über 2 Kilo. 2118 Gramm. Das ist eine Zahl, hä? Und jetzt muss er weg. Jetzt werden wir schneiden. Yes. Und wir werden den mal. Genau, das ist ein guter Tipp von Gerhard, schau. So, schau her. Das kleine Messer hast du halt. Na, das geht super. Für 2 Kilo Bison Burger, ne? Bison. Schau. Oh. Also, schau dir das an. Schön, oder? Boah. Und Jürgen, ich muss sagen, der sieht auch aus wie ein Bison. Das ist wie das Fell, das der Bison oben drauf hat. So, alles ist das geplant, die Kuppe. Das ist, ja, voll. Das ist einfach ein Bisonburger. Jetzt geht's los, oder? Eine Hälfte für dich, eine für mich, oder? Ja. Na, jetzt da durch die Spieß, gell? Oder? Das ist zusammen. Das sind jetzt, ne? Also wir nennen das Bison-Lollipop, ne? Da ist das ja, die Dame sitzt da neben mir. Ja. Ja. So, dann nehmen wir das mal unter die Lupe hin. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das alles auf eine Gabel? Also jeder hat in seinem Leben eine Challenge, oder? Ja. Und unsere ist XXL Bison-Burger zu essen. Ja, aber das Korb braucht man, die Mayonnaise. Und drauf. Und rein. Und es kommt gut mit dem Brot zusammen. Und das Fleisch hat einen guten Geschmack, also da ist schon auch Fett drin, oder? Also es ist. Du musst mir Geheimnis wissen. Was? Immer Butter drauf, gehen wir ein bisschen. Ah, ich dachte mir schon, da ist schon. Da immer Butter drauf, ne? Schmeckt schon kräftig. Da immer. Das schmeckt wie ein kräftiges, fleischiges Stück Fleisch. Das Kraut kühlt das Ganze gut runter. Das Speck bringt nochmal richtig Power rein. Und das Brot rundet das Ganze nochmal ab. Das ist oder im September, Ende September, Anfang Oktober. Bisons können über mehrere Stunden, meinst du, gell, über mehrere Stunden 40 km/h durchrennen. Also ihr müsst euch mal überlegen, 40 km/h über mehrere Stunden. Und genau. Da sind die Bisons, Alter. Luftig sind die schon, gell? Die sind. Ey, ich finde die sehen so krass aus einfach. Die haben einen Riesenkopf. Die haben eine riesige Front und einen Riesenkopf. Es ist auch nicht ganz einfach, einen Bison aus Rind zu züchten. Was sind die Schwierigkeiten? Es ist eigentlich ein Wildtier, oder? Es ist ein Wildtier. Du kannst das Tier nur unter extremen Anstrengungen fixieren. Man kann die nicht berühren, streicheln, melken oder wie auch immer. Die hat sich nicht verändert, die Zucht. Also die wurden eigentlich nie, man hat sie zwar da, aber sie wurden nie verzüchtet, oder? Die sind so, wie sie damals waren. Die Genetik ist genauso, wie es vor 20.000 Jahren war. Krass. Das ist wild, das Tier. Alter, und jetzt kommen sie alle hoch. Was geht? Ihr seht, die haben auch einen riesigen Auslauf da oben. Über die ganze Wiese hinten. Und da seht ihr, die haben schon eine krasse Anatomie, oder?
hinten ziemlich schlank, also extrem dünn auf den Hinterbeinen und vorne ist einfach so viel Masse. Und dann dieser fette Kopf, hey, wo bist du hin? Boah, was geht? Da sieht man, die haben richtig Power. Boah. Und Gerd hat mir erzählt, dass die Anatomie daraus entstanden ist, dass sie quasi diese fette Front, diese fette Masse auf den Vorderbeinen und am Kopf haben, um Schnee links und rechts wegschieben zu können, um an Gras, um an Futter zu kommen. Boah! Alter, die haben ja richtig Power. Gib dir. Die kannst du halt nicht so easy streicheln wie die Kühe, Alter. Und es ist auch eine krasse Anlage hier einfach. Diese Weide dahinter, eine riesige Weide. Hier sind die Bisons und die sind auch das ganze Jahr über draußen. Also Winter, Sommer, einfach draußen. Stabile Tiere. Wir haben am Hof eingezäunt für diese 70 Bisons, haben wir 16 Hektar Weideflächen am Hof eingezäunt. Und in Summe bearbeiten wir dann noch rund 60 Hektar Futterflächen. Okay, krass. Damit wir das gesamte Futter selber produzieren können. Jetzt machen wir Salzburger Nockerl nach dem Geheimrezept von der Heidi ihrer Mama. Gell? Abfotografieren. Freunde, Salzburger Nockerl, das ist eigentlich eine sehr berühmte österreichische Nachspeise. Die hatten wir übrigens auch schon im Hotel Vista als Nachspeise. Das sind so riesige, fluffige Nockerl. Das ist einfach eine Wolke, die du isst. Und ja, hier sehen wir auch schon Preiselbeermarmelade. Preiselbeermarmelade, Butter. Ja. So. Die Heidi ist eine original Salzburgerin, gell? Komm. Möchte nur erwähnen, ne? Okay. Dotter, dann kriegen wir jetzt auch original. Und du darfst mir jetzt schon langsam das Mehl so eine rieseln lassen, ne? Genau. Okay, das Eiweiß wurde aufgeschlagen. Eiweiß ganz fest aufschlagen. Dann kam das Eigelb drauf. Eigelb drauf. Und jetzt kommt das Mehl dazu. Vorsichtig muss das drunter gehoben werden. Ah, das müssen immer drei sein, oder? Drei Kupferl. Und das zeigt mir da, wie es schön wird. Schau her, das ist so ein fluffeliger Ding. Mm. Sehr schöner da geworden, oder? Das ist perfekt. Wow. Und das baut man dann so hoch auf, dass das so schöne Hügel werden. Wie heißt der nochmal für die Zuschauer? Das ist der Kapuzinerberg. Einmal. In der Mitte. Dann haben wir den Mönchsberg. Den Mönchsberg und der letzte? Der Untersberg. Okay. Wie viel? 2,16. Ja? Fertig? Lieber Jogi, schnell rein. Jetzt gerne. Es ja. Muss schnell gehen. So. Und nicht auf. Originale. Hallo, grüß dich. Ja. Kommt's gerade richtig. Ja. Bereit? Und alle ab. So, die Uhr. Uhr schauen. Passt. Ja, stören Wicker. 59. So, die Herausforderung wird auch wieder sein, die Salzburger Nockerl im Holzofen fertig zu bekommen. Die brauchen jetzt genau 9 Minuten bei 228 Grad. Und das mit Holz halten zu können, diese Temperatur, das puh. Also Jürgen, wenn du die schaffst, dann Respekt. Was machen wir, Fächer? Ich muss sagen, die Kleckse sind wirklich gut. Die Plätze sind Wahnsinn, ja. Vor allem die. Florentiner sind das. Die Florentiner, ja, die sind. Die sind gut. Boah. Das sind Weihnachtsfix. Ja, die macht meine Mutter auch immer. Echt, oder? Mhm. Grüße gehen raus. Du hältst deine Kekse mit über Wasser. Aber nichts noch. Ich weiß auch nicht. Warte, das geht schon mal. 2 Minuten. Ja, also die Hintern, der Untersberg ist schwarz. Der Untersberg, der war eh nie was. Ja, die müssen genau 9 Minuten drin sein. Man darf nicht reinschauen. Nein,
Man darf nicht reinschauen. 220 Grad. Schade, dass der Ofen keine Scheibe hat, gell? Ja, das ist dann halt wirklich. Das hat es früher eigentlich nie gegeben, gell? Das ist soweit? Das sind 59. Sicher ist sicher, weil wenn es Sport ist, ist Sport. Jürgen, macht sich bereit. Das ist. Nichts aus. Komm jetzt rein! So, die Heidi habe ich schon verlassen. Ich bin wieder allein, ne? Ja! Also, zum Schluss mal stark sein. Ist jetzt. Am Weg. Noch 59. Jetzt los! Geht schon! Jawohl, schön sein! Ja! Wow! Weltklasse! Das ist eine Emotion! Wow! Ja. Ja, in den Ofen! Holzofen sollte ich sagen, gespannt. Sag mal, ich habe einen Staubzucker, bitte! Schieß du, Deppern! Brauchen wir noch! Ja, ich bin auch gespannt, ne? Okay. So, Gertschi, wie schaut's aus? Jawohl! Das kleinste für alle? Ja, wir haben nichts Kleines. Passt. Bei den Bison Boys gibt es nur große nur Sachen. Boah. Yeah! Das ist Weihnachten heute. Jetzt machen wir mal die Weihnachtsmelodie. Jetzt müssen wir schnell sein, dass uns nicht zusammenfallen, die Burschen. Da schaut, die sind schön cremig. Wow. So. Das ist Masse. Und der Jürgen lädt auf, alle sind gespannt. So, den nächsten. Alle freuen sich über die schaumigen Salzburger Nockerl. Aber man sieht direkt beim Holzofen, gell, ist die Hitze einfach unterschiedlich. Mhm. Der Freundin wäre gar nicht oben heute. Ja, ja, das ist super heute. Da tun wir noch was drauf. Und unten am Boden kommen die Preiselbeeren raus. Ganz wichtig. Mhm. Preiselbeeren. So, dann probieren wir mal den Schaum. Also. Perfekt. Darf ich die anschauen, bitte mal? Wolken, Freunde. Das ist halt ein Schaum. Marmelade müssen. Ja, das schmeckt einfach wie eine Zuckerwolke. Jürgen, ich muss sagen, die sind, glaube ich, besser als deine. Schau, eine Freundschaft, ne? Braucht man, ne? Ah, der Traum. Der Koch muss weg. Die sind besser als Jürgens. Das ist ein Freund für ihn. So, ein Glasl habe ich noch. Wer mag einen Wein? Da ein Kaiserschmarrn, ein Brau. Und das ist sicher ein Schweinschmalzschnitzel. So, geschafft, Freunde. Das war ein Tag. So, super Tag. Erfolgreich, oder? Ja, das hat man nicht. Das ist die richtige Frage. Was hatten wir nicht? Ich glaube, wir haben alles aus Bison gemacht, was man machen kann. Und ich glaube, wir sollten nicht vergessen, die Gastfreundschaftlichkeit war wirklich top. Ein großes Dankeschön und ein großer Kuss geht raus an den Gerhard, an alle drei Gerhards, die uns und an die Heidi ja, und Salzburger Nockerl, die sie gemacht hat, Wahnsinn. Die waren geil. Und die Semmel nicht zu vergessen. Die Semmel waren super. Also wir kommen auf jeden Fall wieder. Yes. Ihr findet alle Infos zum Kugelhof und zum Bisonfleisch und zum Bison und zur Bisonzucht in der Infobox. Und ansonsten, Freunde, bleibt dran. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und bis bald. Peace. Ciao.